So, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild. Vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier. Kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. So, Jungs, Alter, der Start hat mal richtig funktioniert. Also OBS hat gerade gar keinen Bock gehabt auf mich. OBS hat gerade original gar keine Lust auf mich gehabt, aber ich glaube, ich weiß, woher es kam. Ich habe vorhin ein bisschen rumprobiert für meine Gaming-Streams und habe die Lösung gefunden, dass mein PlayStation-Gameplay flüssig läuft und nicht so Hänger hat und Standbilder hat und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, ein bisschen Müll reingebaut, den ich jetzt wieder korrigiert habe. Aber jetzt scheint es zu laufen erstmal. Schauen wir mal. Jetzt sieht alles normal aus. Perfekt, sind wir wirklich gleich direkt auf Anstoß, ne? Jetzt Gonzales mal mit der Chance auf Castro, Abschluss. Ah, oh, der war schlecht. Das war jetzt halt wirklich, ne, das war keine schlechte Chance, ne? Du rennst da mit drei Mann auf zwei Mann auf. Da hättest du gut aus, durchaus mehr draus machen können. Gonzales, Silas und Castro laufen aufs Tor los. Gonzales liegt links auf Castro und er schießt halt drüber. Hätte er vielleicht sogar lieber selber abschließen müssen. Weil sie sehe ich gerade auch wieder an der Toreinblendung oben von Union, die oben links reinkam. Ihr seid mir schon gute 5 bis 10 Sekunden voraus, deswegen. Hey, das ist ein Foul, Elfmeter, ja. Ja, Elfmeter für uns. Das war komplett dumm von Touré einfach. Das war dumm von Touré. Gonzales von hinten reingerammt, das ist ein Elfmeter, fertig. Also das war ja wirklich komplett dumm von Touré einfach nur. Das war ja nur dumm von Touré. Also an dem Elfmeter ist sowieso schon mal gar kein Zweifel. Und dazu ist einfach auch noch saumäßig dumm von Touré einfach nur. Es wird eingeblendet, wo Gonzales bisher reingeschossen hat. 5 von 5 verwandelt bisher. Und drin ist das Ding. Sehr schön, Jungs. Sehr schönes Ding. Es ist ja immer noch so ein komischer Anblick, wenn du hier genau siehst. Die Spieler jubeln, Tor gefallen, Torhymne läuft, aber du hast einfach keine Fans dahinter, die irgendwie noch mitjubeln. Das ist immer noch so komisch. Aber es war einfach, ja, sehr dumm von Touré. Und dann einfach bekannt souverän von Gonzales verwandelt. Sein komisches Fuß nach vorne schieben, dieses Hingeschlittere und dann untere Ecke drin. Sehr schönes Ding, wir führen. Kann natürlich jetzt erstmal den Stream sowie den Layout anpassen. No? So, Gonzales sicherer Schütze. Ja, Gonzales ist krass souverän, was Elfmeter angeht. Da ist Gonzales wirklich krass souverän, muss man echt sagen. Da ist er echt richtig stark souverän unterwegs. Hat er für uns... Oh, Jesus Maria Carasor! Leck mich am Arsch, aber Frankfurt vertändelt's noch. Ja, Frankfurt vertändelt's noch. Was war das denn für eine Scheiße, Carasor? Boy. Ein Fehlpass aus der Hölle, Bruder. Und Silva, was macht Silva eigentlich? Legt ihn auf Dost zurück, dann legt ihn auf Kamara nochmal nach hinten. Silva eigentlich, wahrscheinlich war Silva mehr überrascht, dass das wirklich so frei durch ist. Der hätte einfach wirklich direkt abschließen können, aber legt nochmal auf Dost, was nicht gut war. Und dann Kamara trifft ihn auch nicht gescheit. Da hat Frankfurt gerade wirklich schon eine riesen Chance liegen lassen. Oh, Vorstoß von Frankfurt, Kamara. Der wartet auf Dost, kriegt den Ball auch rein. Ist da einer von Frankfurt? Ja, ist es. Und dann schmeißt sich Kempf dazwischen. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das war ein guter Angriff von Frankfurt. Trotzdem einfach ein geiles Gefühl, gerade seinem Verein zuzugucken. Weil es macht halt einfach nur Spaß, uns zuzugucken beim Fußballspielen. So wie es auch viele sagen, wie es auch ich schon oft gesagt habe. Das ist gerade wirklich so viel Spaß. Beim Gucken hat man schon lange nicht mehr gehabt beim VfB-Spielen. Und vor allem man weiß ja, dass in dem Team sogar noch mehr drinsteckt, als das, was wir uns aktuell zeigen. Und trotzdem zeigen die uns hier gerade bisher einen richtig, richtig stabilen Saisonstart. Nach dem Aufstieg als zweiter Platz. Mit Ach und Krach irgendwie als zweiter Platz. Von dem her sehr, sehr nice Action bei uns gerade. Kannst du die Kamera umdrehen? Nee, ich weiß schon, was du vorhast oder warum, aber nee. Kann ich nicht machen. Oh, jetzt hat Castro Platz 2:0. Ah, 2:0, 36. Minute. Richtig schöner Pass und Castro erledigt den Job 2:0. Wer hat denn den Ball eigentlich gespielt? Mangala? Ist das Kempf? Nee, Gonzales. Ein richtig geiler Pass von Gonzales und dann setzt ein Castro rein.
sehr, sehr geile Nummer, Jungs. 2-0 und auch in der Höhe für mich auch verdient bisher. Also von Frankfurt kommt nicht viel. Vor allem defensiv ist das sehr schwammig bei Frankfurt, also sehr, sehr nice. Wie gesagt, Spiel kann ich leider nicht zeigen, weil das sind Bundesliga-Rechte, das ist Sky und so weiter. Wenn ich das hier zeigen würde, wäre der Kanal, oder zumindest der Stream, relativ schnell gesperrt, vermutlich. So, ich habe gesehen, dass Schalke ausgeglichen hat. Habt ihr geschrieben. 2-0. Ja, guter Ball, Gonzales. Boah, der schießt ihn drüber. Boah, aber wir sehen heute bisher wirklich auch Varianz in den Standards, ne? Schöner Ball von Castro. Den kann er wirklich machen zum 13-0. Der schießt ihn aber leider drüber. Das war eine große Chance zum 13-0 von Gonzales. Da habe ich Varianz in Eckballausführung, in Standardausführung. Da wurde wohl scheinbar wirklich dran trainiert. Ja, der ist nicht schlecht, Latte! Boah! Kurz vorm 0-3. Jetzt schon zum zweiten Mal kurz vorm 0-3. War dafür auch kurz vom 1-2, vom 2-1 gewesen vorhin. Junge, wer war das mit dem Kopfball? Wieder eine schöne Flanke nach dem Freistoß. Kopfballsing zieht sich ewig lange und fällt hinten auf die Latte runter. Irgendwie das Gefühl, dass wir das hergeben, bisher nicht. Null. Ich hoffe, das Statement kommt mir nicht irgendwann zurück, wenn Frankfurt das Ding wirklich noch dreht. Boah, da ist viel Platz. Ja, wie viele Sekunden ist es her, dass ich gesagt habe, dass ich nichts Gefühl habe? Wie viele Sekunden ist es her? 20, 30 Sekunden ist es her, dass ich gesagt habe, ich habe nichts Gefühl, als ob wir das Ding noch zurückgeben oder abgeben. Und zack, steht es 2-1. Weg damit, Kämpf zur Ecke. Also, das wird eine lange, lange, lange Schlussphase werden. Das wird eine sehr lange Schlussphase werden hier. Ja, da ist es, 2-2, Abraham, mit Ankündigung, seit dem Abend 5.2. Halbzeit mit Ankündigung. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil jetzt wird Frankfurt merken, dass da was geht, noch sogar zu einem 2-3 Auswärtssieg. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir und wie wir noch zu Chancen kommen. Ich meine, wie gesagt, ich bin auch völlig zufrieden mit dem Unentschieden. Wenn du 2-0 führst, ist es halt völlig unnötig. Aber an und für sich bin ich hier zufrieden mit dem Unentschieden. Jetzt musst du aber gerade wirklich auch sehr aufpassen, dass du nicht wirklich auch noch das Ding verlierst. In die Richtung schwappt es gerade. Wir haben gerade überhaupt gar keine Entlastung mehr. Wenn Frankfurt so spielt wie jetzt, die Aufstellung hat so wie jetzt und nicht erst in der Halbzeitpause das korrigiert hätte, dann würden wir hier kein Land sehen, wenn wir das Spiel hier verlieren. Stark von Sosa, spielt den Ball durch. Gonzales ganz hoch, Koulibaly. Sieht er nicht? Ganz hoch, Koulibaly, jawohl. Abschluss! Oh. Schade, schade, schade. Gute Aktion nach vorne. Gute Aktion nach vorne. Jetzt wieder eine Eckball-Taktik. Gonzales. Oh! Spielt den Ball rein und fasst ein Eigentor von den Frankfurtern. Wieder eine ganz neue Taktik an Eckball, ne? Eine ganz neue Eckball-Taktik. Jetzt haben wir auf einmal hier zwei ganz gute Chancen gehabt. Was war ein Zuschauerrekord? Also wir hatten beim Spiel gegen Köln, im Livestream zum Spiel gegen Köln, hatten wir 175 Zuschauer, glaube ich, so als Höchstpunkt. Das ist der Zuschauerrekord, der Live-Zuschauerrekord. Boah! Gerade 3 Sekunden drin und auch schon jagt Kostic fast einen Freischuss rein. Fällt noch eine Aktion nach vorne. Anton, langer Ball, schön auf Vidavi, schön auf Vidavi. Runter auf Kalajdzic, der ist relativ alleine da nach vorne. Zieht nochmal ab. Boah. Guter Versuch von Kalajdzic, den muss er auch halten. Klar, wie vorhin der Freischuss auch von Kostic auf der anderen Seite. Ein komisches Gefühl, weil du eigentlich nach einer 2-0-Führung, nach so einer soliden ersten Halbzeit irgendwie hoffst, dass das Ding noch irgendwie über die Zeit bekommst und gewinnst. Aber nach der zweiten Halbzeit ist es 2-2 dann schon wieder in Ordnung. Leistungsgerecht und kann ich mit leben. Habe ja vor dem Spiel gesagt, Unentschieden gehe ich in Ordnung mit. Waren jetzt 3 Unentschieden in Folge, heißt aber auch, 3-mal in Folge wieder nicht verloren. Seit dem ersten Spiel gegen Freiburg nicht verloren. Und damit ist das immer noch alles sehr entspannt und ein völlig akzeptabler und stabiler Saisonstart von uns. Schalke jetzt eigentlich auch schon abgepfiffen. Schalke ist abgepfiffen. So gehen die Spiele aus, Jungs. So sieht es am Ende des Tages aus bei uns.
Das geht schon vollkommen in Ordnung. Und dann, wie gesagt, habt ein schönes Wochenende. Danke für den Stream. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.